Nah Studios. Sie kommen. Los, zünden Sie alles an. Aber was ist mit dem Serum? Vernichten Sie alles. Jetzt zeige ich Ihnen, was ich mit Informanten mache. Mach ihn kalt. Mit Vergnügen. Das sind die Koordinaten von Alice. Da drüben. Es ist Alice. Getötet. Liane, irgendwas gefunden? Alles verbrannt. Keine Ahnung, was sie da angebaut haben, aber es waren keine Drogen. Römer wusste, dass wir kommen. Was machen wir jetzt? Wir warten auf den nächsten Ausbruch des Virus. Wird bald passieren. Logans Bericht war deutlich genug. Zwei zusätzliche Teams sollen darauf angesetzt werden. Suchen Sie Römer. Ich verstehe. Logan ist mein bester Agent. Was haben Sie vor? Nichts. Wir warten. Wir warten ab, was er herausfindet. Unser WHO-Kontakt hatte recht. In einem Umkreis von über 100 Kilometern ist alles tot. Nicht alle. Der Mann hier lebt noch. Wie kann das sein? Gar nicht. Wann beginnt die Operation? Die Informationen vom FBI waren unklar. Aber Römers Leute sind schon in der U-Bahn. Dasselbe Virus? Ja, genug, um jeden im Umkreis von über 100 Kilometern zu töten. Oder mehr. Verfahren? Abfangen und eliminieren. Die kommen von unserem Kontakt bei Interpol. Jenkins Leute sind bereits bei der Räumung. Sie haben den Auslöser. Ich erkenne Anton Girdeau und Mara Aramov. Wer ist der andere? Pavel Kravitsch. Römers Kommunikationsexperte. Wenn Sie ihn eliminieren, müssen Sie auch seine Funkanlage zerstören. Sie werden in der Kampfzone abgesetzt, wenn das Feuer eröffnet wird. Sie haben eine Stunde, um Ihre Ziele zu finden und sie rauszuholen. Wissen die umliegenden Bewohner Bescheid? Nein. Ich erkenne Römer auf Ebene 1, die Dös auf Ebene 2. Noch keine Position für Kravitsch und keine Spur von Aramov. Roger, bin auf dem Weg. Das heißt, wir sind unterwegs und herzlich willkommen zu dem nächsten Projekt Seifenfilter. Ja, wir müssen ein paar Ziele erledigen. Erstmal hier machen wir die Ziele. Ja, die haben grünes Blut. Weil es Aliens sind. Ne, sind keine Aliens. Ich zeige euch mal kurz was. Und zwar rechts oben in dem Kästchen habt ihr aktuelle Position, also auch die aktuellen Ziele. Heißt, Kravitsch eliminieren, Funkanlage zerstören und Römer eliminieren, der Chef dieser Terrororganisation. Organisation, Versprecher. Also hier habt ihr nochmal die Einsatzziele. Parameter, also was du nicht darfst. Keinen CBDC-Agenten eliminieren, möglichst keine Virusträgersysteme oder scharfe Bombenbeschädigungen. Sollte man vielleicht mal ausprobieren, mal sehen, was passiert. Einführung, ja, das, was in, was quasi, wie sagt man, Briefing ist das. Dann habt ihr die Übersicht der Waffen, die ihr gerade zur Verfügung habt in den Missionen. Und ja, hier habt ihr noch zusätzliche Einstellungen wie Sound, Musik und ja, ihr könnt einen Checkpoint neu laden, Missionen auswählen und eine Mission neu starten und ja, das ganze Gedöns. Aber wir müssen erstmal den hier ausschalten. Der Seifenfilter ist ein Teil einer sechsteiligen Reihe, die mit den drei Teilen, den ersten drei Teilen Höhepunkt hatte, die aber dann keinen Höhepunkt mehr hatte, indem sie ab Teil 4 schwächer wurde. Gabe, das sind Interferenzen. Du musst in der Nähe ihrer
Kravitsch. Ja, Kravitsch, der alte Hauding. Ich muss mal kurz was überprüfen mit Einstellungen hier. Beziehungsweise an meinem Outer City Programm. Ja. Kravitsch, dieser Funk-Heini, den müssen wir, um den müssen wir uns kümmern. Um den müssen wir uns kümmern. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie so umgenietet. Ah, das ist gut. So. So kann man Muni sparen. So macht man das. So. Naja. Und? So, das war's für dich, mein Guter. Ey! Ja, wir regeln das. Wir machen einfach, wir gehen einfach in die Ego-Perspektive. Tschüss. Tschüss. Ja, Seifenfilter ist, wenn ich mich nicht irre, 1999 erschienen. Sollte als Konkurrenzprodukt zu Metal Gear Solid. Hey, herhalten. Kravitsch eliminiert und Funkausrüstung zerstört. Aber ich sehe ihre Antenne nicht. Ich suche sie. Sollte als Konkurrenzprodukt zu MGS herhalten. Hat meiner Meinung nach schon irgendwo funktioniert. Allerdings, wie gesagt, hat man im Laufe der Zeit Fehler gemacht und ja, jetzt gammelt die Serie in den Untiefen der Schubladen der Sony-Leute, wo ich mich ehrlich gesagt frage, warum eigentlich? Die Serie war gut, zumindest bis zu Teil 3. Ich werde doch alle drei Teile machen. Ob ich Teil 4 mache... Wir helfen, wir wissen, was unsere Pflicht ist. Wir müssen uns natürlich erstmal eine kleine Waffe besorgen. Die müssen wir uns besorgen. Ob ich das noch so hinkriege? Schon ewig her, dass ich das hier gemacht habe, gespielt habe. Bestimmt 3-4 Jahre oder so. Könnte hinkommen. So, müssen wir erstmal Schlösschen wegschießen, so. Ist eigentlich wirklich eine coole Serie gewesen, aber allerdings kennt keiner mehr diese Serie und das ist das Problem. Gabe, hier muss irgendwo der Schalter für die U-Bahn-Sicherung sein. Such ihn und schalt ihn ab. Roger, sieh nach, ob du die U-Bahn-Sicherheitsprotokolle findest. Ja, diese Funksprüche kriegt ihr immer wieder und die zusätzliche Einsatzziele werden darüber. Du hast die U-Bahn-Sicherung umgangen. Die Rampe im ersten Terminal sollte jetzt frei sein. Zusätzliche Einsatzziele kommen während der Mission auch immer wieder dazu, gerade durch diese Funksprüche. Ja, also warum ist das Blut von den Grünen? Ja, die USK war damals ein bisschen strenger als heutzutage, muss man dazu sagen. Und die sagten, ne, Blut, sag mal, spinnt ihr? Wir machen daraus Grünes. Dann ist es nicht so jugendgefährdend. Dann frage ich mich, warum sie eigentlich Kopfschüsse erlaubt haben, wenn es danach geht. Aber gut, es ist jedem seine Sache. Ich nehme einfach mal hier diesen Granatwerfer, ne? Ich finde ihn nämlich geil. So, da gehen wir mal und helfen den CBDC-Leuten. Weil wir ein Netter sind. Wir sind ganz netter. Ah, das ist noch so netter. Entzielen kann er auch nicht, weil er nichts kann. Aber bedenkt, das ist 1999 gewesen. Da waren noch ganz andere Grafikansprüche da, also für die damalige Zeit sah das schon gut aus. Obwohl man das heutzutage, ja, kann sich nicht jeder geben. Ich kann's schon, weil ich Fan dieser Reihe bin, aber nicht jeder kann's. Ja, ich sag's bloß so. Aha, die bösen Onkel schießen wieder. So. Guck mal hier, böser Onkel. Ja, so.
Man hat so ein bisschen Laufpassage noch mit reinge... Ey! Ab und zu muss man auch mal die Civi-Civi-Leute beschützen, indem man ihnen Deckung gibt. Kann manchmal blöd enden, weil es manchmal Situationen sind, die nicht so leicht zu lösen sind. War es das jetzt? Aha, noch einer. Das heißt Klappe und Action. Aber gut, dann machen wir halt das eben so. Hä, war da jetzt noch eine Muni-Nummer? Nö. M16. Ja, über die Kisten hat man volle Muni gekriegt. Man hat so auch hier, zack, ich bräuchte normalerweise bei der Stelle eine Taschenlampe, aber nö, ich weiß ja, wo es ist. Also Granaten haben wir jetzt. So, und jetzt gehen wir ab in die U-Bahn. Weil ich möchte hier mal eine andere Gegend sehen. Ich habe mich tot gesehen nach dieser Gegend hier. Man hat natürlich die Panzerung oben links, Energiebalken. Wenn der weg ist, hat man noch quasi Lebensenergie. Wenn die weg ist, ist man tot. Also man hat immer, man kriegt hier während der Mission, kann man ab und an mal auch so wirklich schusssichere Westen finden. Man hat die aber auch nicht zu häufig, das hängt immer von den Missionen ab. Ja, ja, komm mal, ich da. Ja, und dann noch einer, und dann noch einer. Nett. Aber auch mehr nicht. Wie gesagt, dieses Spiel hat jetzt natürlich damals andere Ansprüche bedient. Ne? Man muss ab und an mal über die Grafik hinweg gucken. Römers Leute haben eine Virusbombe auf Ebene 1 platziert. Finde und markiere sie für den CBDC. Roger, wo ist Römer? Ebene 2. Bin unterwegs. Naja, wir sind unterwegs, wir machen das schon, meine gute Leon. Wir regeln das schon, weil wir der absolute Oberregler sind. Ich muss gerade überlegen, was ist das? Ihr habt mit Sicherheit kein Ticket gezogen. Das sind die typischen Schwarzfahrer wieder. Sender gesetzt. Der CBDC soll seine Leute herschicken. Ich schicke mal paar Terroristen in die Hölle. Was? Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt einfach, weil wir es können. So. Gucken wir mal hier noch so antreffen. Oh Gott, oh Gott. Zu viert könnt ihr mich nicht mal ausschalten. Mann, seid ihr schwach. Und Römer hat euch engagiert. Das Geld hätte er lieber mal besser für bessere Leute investieren sollen. Aber gut. Ist doch nicht mein Problem. Römer gefunden, auf der unteren Ebene. Er macht noch eine Bombe scharf. Bin unterwegs. Der Onkel kommt und wir will ihn bestrafen. Warte mal, jetzt müssen wir gerade mal warten. Weil wir können hier getötet werden, indem wir halt von der U-Bahn erfasst werden. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Kommt sie nicht? Ja, kommt sie denn oder kommt sie denn nicht? Aha.
So. Alle Schwarzfahrer. Und das ist die einzige Strafe, die da wirkt. Ne? Schwarzfahrer verdienen nichts anderes. Tschüss. So, das war's schon. Bombe gefunden. Ein Sender. Warte. Liam, die hier ist anders. Sie hat einen kürzeren Timer und... Gabe, das ist keine Virusbombe. Zu spät! Hörst du mich? Ich bin hier. Alles okay. Oh mein Gott, Gabe, ich dachte, du seist tot. Noch nicht. Melde Benton, dass die U-Bahn eine Finte ist. Die richtige Bombe ist woanders. Wo ist Römer? Meine Videokanäle sind tot. Zuletzt war Römer auf dem Weg nach Ebene 1. Und Gerdö war im Haupttunnel, genau unter der Straße. Die Rampen sind eingestürzt. Ich muss anders nach oben kommen. Ja, wir müssen mal gucken, wo wir hochkommen. Übrigens, das Spiel hat ist ja natürlich von Sony direkt. Dieses Entwicklerstudio gibt es heutzutage noch. Es nennt sich, es ist kein Geheimnis, es ist das Entwicklerstudio Band. Die Entwickler von damals gibt es auch noch. Die haben das Studio nicht verlassen in der Zwischenzeit. Die haben das gute und bekannte Days Gone gemacht. Wir müssen hier aufpassen, wenn wir zu nah an die Flammen rankommen, dann werden wir selber zur Fackel und das wollen wir nicht. Die Virusbombe, die du auf Ebene 1 markiert hast, der CBDC kommt nicht hin. Trümmer blockieren die Rampe zur Straße. Sie sollen warten. Ich suche Römers gebunkerten Sprengstoff und mach den Weg von hier frei. Genau! Ey, kann ruhig mal warten, Mann! Ach, was wenn ich so. Den Durchgang frei zu sprengen. Tschüss. Ja, erstmal hat, glaube ich, sich einer selber gesprengt. Mann, ist der doof. Ja, und den habe ich ausgeschaltet von hier aus, weil ich habe keinen Bock, eine Granate abzukriegen. Nur weil der ja rumzündeln muss. Ja, der hat nichts fallen lassen. Okay. Terroristen waren schon immer egoistisch. Habe ich immer gewusst. Das ist der, glaube ich, den wir von oben runtergeschossen haben. Da müssen wir jetzt natürlich so machen. Nö. Müssen wir ein bisschen klettern. Gebt das Kletteräffchen. Schießt du mal von unten, was interessiert mich das? Aha, da müssen wir ran. So. Vor allen Dingen typisch Römer, kann der nicht einmal ein bisschen warten auf uns? Das geht alles nicht, wa? Gabe, ich habe den nicht zerstörten U-Bahn-Teil wieder auf dem Bildschirm.
Römers Leute sind im Haupttunnel. Schau auf die U-Bahn-Karte. Wo führt er hin? Er mündet in die Washington Park-Linien. Gut. Sagt Jenkins, er soll seine Leute zum Park schicken. Aber Vorsicht. Gardeux ist dort. Benton sagt, er kümmert sich drum. Genau. Er kümmert sich drum. Ja, die müssen wir erstmal reinlassen, die CBDC-Leute. Oder den einen. So, ein bisschen in Sicherheit bringen, weil das wird jetzt weggesprengt. CBDC-Leute sind drin. Ja, und jetzt müssen wir als Beschützer fungieren. Wird böse. Ja, ich bin. So. Ja. Immer alles Paletti, wa? Lalalalalala. Jetzt muss man, glaube ich, Leanne, der Tunnel ist blockiert. Die Gasleitungen sind kaputt. Du musst den Hauptgashahn abstellen. Wo war der eigentlich nochmal? Ich glaube, da muss man hier nochmal lang. Nö. Muss man hier lang. Irgendwo im Dunkeln war der. Ich denke gar nicht dran, meine Taschenlampe dafür zu verschwenden. Weil ganz einfach. Ich habe nicht so viel Batterien. Ich habe den Hauptgashahn gefunden. Ich stelle ihn ab. So. Flammen haben wir jetzt im Griff. Jetzt müssen wir noch ein kleines Stückchen laufen. Da hätten wir auch diese Mission erledigt, ne? Das ist, geht ratzifatzi hier. Ich höre eine Meldung von Jenkins. Seine Leute sind im Park. Sie werden angegriffen. Einer der Terroristen hat einen Flammenwerfer. Gardeux. Benton will, dass wir sofort hingehen. Ich mache mich auf den Weg, sobald Römer erledigt ist. Ah ja. So, das war eine lebende Fackel, ne? Da gibt es nämlich sowas, gibt es nämlich öfters, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Entweder in ein paar Missionen, glaube ich, kommt das nochmal. Oder es gab es in den letzten Missionen. Auf alle Fälle kommt das, glaube ich, nochmal. Das ist, glaube ich, nicht so häufig. Aber das reicht auch schon aus, ne? Das brauchen wir jetzt auch nicht so häufig. Tschüss. Logan! Ich habe Mara Aramov im Tunnel entdeckt. Ich verfolge sie. Ja, wer rennt denn keine Frau hinterher? Sollte ich jetzt ein bisschen verkehrt anmachen? Hier, bei der Muni-Mission, da geht es wirklich darum, die Mara Aramov zu verfolgen. Aber auf den Schienen, das heißt, wir müssen aufpassen, weil in gewissen Rhythmus kommt die U-Bahn und die kann uns gut und gerne mal verpassen. Deswegen müssen wir hier immer so an irgendwelchen Zwischenstationen halten, nennen es mal so. Dass uns halt die U-Bahn nicht erwischt. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht irgendwie trifft. Und sie schießt auf uns. Das ist nicht nett, ne? Eine Frau, der man folgt, die sollte nicht auf einen schießen. Oh, da hat uns schon getroffen. Böse. Weiter geht's. Wir gehen einmal hier ganz vorsichtig. Wir wollen unsere eigene Sicherheit in dem Spiel setzen. So.
Also echt, der Römer sollte sich echt bessere Leute besorgen. Hätte echt mehr erwartet von ihm. Ein bisschen mehr Herausforderungen oder so. Nee, also das Spiel ist eigentlich schon schwierig. Ich spiele hier, hier gibt es nämlich keinen Schwierigkeitsgrad zum Einstellen, muss man dazu sagen. Es gibt nur einen. Und das Spiel ist schon schwerer, allerdings ich als selbstgefühlter Veteran kenne natürlich diese Passagen. Ich komme da durch und natürlich auch schneller durch. Ne? Oh, hier, der ist nicht gut hier. Tschüss. Wo ist Römer? Wo sind die anderen Bomben? Sie sind zu spät, Logan. Wird sich zeigen. Ja, das wird sich alles zeigen. Irgendwann zeigt sich das alles mal, ne? Ja, ich bin auf dem Weg zum Park. Benton soll ein Team schicken, um Mara Aram aufzuholen. Ich habe sie bewusstlos im Tunnel der Fifth Avenue zurückgelassen. Aber es kann sein, dass sie schon wieder weg ist. Roger. Und wenn der Fieber noch nicht alarmiert hat, sollte er das schleunigst tun. Römer wird die Hauptvirusbombe zünden, egal ob die Regierung seine Forderung erfüllt. Irgendwelche Neuigkeiten über die Operationen im Park? Sagt Jenkins, dass die kleineren Virussprengkörper überall im Park versteckt sind. Gerdeur hat die Hauptbombe. Logan, hier Benton. Ich habe eine Missionsänderung. Jenkins Team wurde eliminiert. Benton, was ist los? Das CBDC wird massakriert. Sie müssen die Waffen finden und Feuerschutz geben, während die CBDC-Agenten reinkommen und sie entwaffnen. Roger, ich gebe Ihnen Deckung, solange ich kann. Leanne, wie lange bis die Hauptbombe hochgeht? Keine Stunde mehr. Okay, also los.